Heute stelle ich euch den Heinzelmann Gassan vor. Gassan hat hier sein Haus, sag ich mal, sein Haus, seine Hütte, der 1001 Düfte. Das ist mal ein Fehler, Gassan, weißt du, ne? Ja, ja. Es müsste eigentlich 1111 Düfte sein. Ich sehe hier eine Ansammlung von Dingen, die ich überhaupt nicht kenne. Das sind hier alles Schätze unserer Mutter Erde. Das ist der Weihrauch. Weihrauch, Harz. Ah. Und das sind natürlich Heilige Drei Könige. Ne? Weihrauch haben sie dabei gehabt. Myrrhe haben wir auch. Und das ganze Jolt hat meine Frau natürlich. Das ganze Jolt hat meine Frau, schon klar. Das ist und auch Weihrauch jetzt. Das ist der weiße Weihrauch aus dem Oman. Wenn es dann sozusagen erhitzt wird, ne, dann... Da denkt man, ist man schon im Dom. Der Weihrauch wird auch als Medizin angewendet. Ich gebe dir ein Stückchen Rinn im Kopf. Hopf. Wollt ihr auch mal probieren? Kann man essen. So. Wie Kaugummi, wisst ihr, ja? Heiligkeit von innen. Du hast außer diesen wunderschönen Harzen und Kräutern und Früchten Räucher, wahrscheinlich genau. Auch, hast du aber hier auch noch was? Das sind hier naturreine ätherische Öle. Ah. Und da geht es los mit A wie Amiris, ein Sandalholz, und endet mit Z wie Zitrone zum Beispiel. Das ganze Alphabet der Düfte. Und die Köttel vom Kamel schmecken wirklich ein bisschen scheel. Aber eigentlich ist es ja Weihrauch und deshalb teilt auch.